Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Nicht wundern, es sieht anders aus als sonst. Wir haben uns heute nochmal einer anderen Technik bedient. Das hat damit zu tun, beim letzten Mal oder bei den letzten Malen, haben Sie gemerkt, mussten wir wieder den Beamer sozusagen direkt mit der Kamera aufnehmen. Und das gab immer das Flimmern im Beamer, was mit der unterschiedlichen Frequenz zwischen Kameraaufnahme und Beamer zusammenhängt. Die Methode, die wir im letzten Semester verwendet haben, ist leider im Moment hier in Tharandt nicht verfügbar. Ich hoffe, dass das sich bald durch das Medienzentrum beheben lässt. Also hier nochmal eine ganz liebe Bitte an das Medienzentrum. Kommen Sie doch und machen das bald wieder so, dass wir im Grunde diese Version vom letzten Jahr auch nutzen können. Solange versuchen wir um das eine und das andere. Und bitte Sie, liebe Studenten und Studentinnen, versuchen Sie das in den Kommentaren auch mal kurz nur anzumerken. Ist das okay für Sie so? Ist es besser, ist es schlechter, als wenn wir das mit dem aufgenommenen Beamerbild machen? Was wollen wir in Zukunft machen? Dazu bitte einfach in die Kommentare was reinschreiben. Und natürlich sind die Kommentare auch dazu da, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen und dergleichen mehr. Die eine oder andere Frage kommt schon mal, aber es sind immer noch sehr wenige. Also ruhig eine intensive Diskussion über die Kommentarfunktion. Oder wer das nicht mag oder wer bei dem entsprechenden Anbieter Google nicht angemeldet ist, kann uns natürlich auch eine Mail schicken und wir würden dann die Mail, wenn Sie wollen, auch in die Diskussion in den Kommentaren übertragen. Das ist gar kein Problem. Ja, soviel erstmal dazu. Heute geht es um das Thema Lebensraumanalyse. Das heißt, wir sind im Grunde jetzt sozusagen in der dritten Folge, beginnend mit dem Thema Abundanzerfassung, qualitativ, quantitativ. Das war ja eine Veranstaltung. Eine weitere Veranstaltung war das Thema Raum-Zeitverhalten. Und wenn wir uns jetzt mit Wildtieren sozusagen immer weiter beschäftigen, dann wird klar, dass wir natürlich Wildtiere immer nur in ihren Lebensräumen und vor dem Hintergrund ihrer Lebensräume managen, bewirtschaften, schützen oder auch nutzen können. Und genau das gucken wir uns heute mal so ein bisschen an. Wie kann man den Lebensraum analysieren? Wie kann man Lebensräume bewerten? Und auch schon so ein bisschen, wie kann man von daher kommend ein Wildtiermanagement-Konzept ableiten? Wir werden das heute im Sinne wieder einer Pars pro Toto an unserer Beispiel-Tierart Rotwild machen. Sie werden merken, also so ein paar Beispielarten sind immer ganz gut, gerade wenn man das im Grunde nicht alle Zeit der Welt hat, so wie wir, und sich beschränken muss in der Zeit, dann würden wir diesmal eben wieder beim Rotwild im Wesentlichen bleiben. Das gilt aber für alle anderen Tierarten. Auch gerade am Anfang werde ich versuchen, so ein bisschen nochmal den Querverweis auch zu zeigen, wie man das mit anderen Arten genauso machen kann. Und dasselbe Prinzip ist eigentlich überall und immer anwendbar, das ist gar keine Frage. Ja, was bedeutet jetzt mal so eine Lebensraumbewertung? Dazu brauchen wir erstmal eine Lebensraumanalyse. Eine Lebensraumanalyse heißt, wir untersuchen, wie sind die Lebensraumverhältnisse. Und das ist immer etwas, was wir bei Wildtieren natürlich immer artspezifisch oder artgruppenspezifisch machen. Wir können also eine Lebensraumanalyse für die Wildart oder Wildtierart Wolf durchführen. Wir können das für einen Luchs durchführen. Wir können das für einen Rothirsch durchführen. Wir können das aber auch zum Beispiel für Paarhufer, also letztendlich Schalenwildarten, oder wir können das auch für bestimmte Paarhufer, also für Wildwiederkäuer beispielsweise durchführen. Und das ist eben ganz wichtig. Wir gucken erstmal, auf welche Zielarten wir uns fokussieren oder auch welche Artengruppen da letztendlich eine Rolle spielen. Das heißt nicht, dass die anderen Arten dann keine Rolle spielen, aber die anderen Arten sind dann sozusagen, gehören dann mehr zum Teil der Lebensraumanalyse dazu. Wichtig ist im Rahmen dieser Lebensraumanalyse auch eine Bestandeserfassung. Das heißt, sowohl Trenderfassungen, wie verändert sich der Bestand. Wir haben in der letzten Vorlesung uns ja mal ein Bild angeschaut, wo es zum Beispiel im Rahmen einer Hegegemeinschaft plötzlich immer weiter abnehmende Jagdstrecken Daten gab und man musste sich dann da fragen, nimmt der Bestand jetzt ab oder hat sich einfach nur die Bejagungsstrategie geändert oder ist das Wild einfach nur scheuer und heimlicher geworden? Genau diese Fragen sind wichtig und es sind dabei eben auch ganz klar wichtig, aus diesem ganzen Konglomerat an möglichen Ursachen klar herausarbeiten zu können, wie ist denn wirklich der Bestandestrend einer Tierart und natürlich auch, wie ist die aktuelle Situation, also hat die Art abgenommen und wie viel haben wir jetzt oder hat sie zugenommen und wie viel haben wir jetzt.
Dann gilt es, das gilt auch für die allermeisten Arten, das Thema menschliche Einflussnahmen, vor allen Dingen Störungen zu erfassen. Störungen, das hatten wir schon mal an einer oder anderen Stelle diskutiert, sind entweder jagdlicher oder nicht jagdlicher Art. Das unterscheiden wir hier in Mitteleuropa vor allen Dingen deshalb so in dieser Form, weil wir sagen, die Jagd ist eben oft ein Instrument des Wildtiermanagement, und wenn es eine sozusagen systemimmanente Störung im Wildtiermanagement gibt, dann hat die eine andere Qualität, als wenn die Störung letztendlich ein externer Faktor ist, eben durch die nichtjagdlichen Freizeitnutzung beispielsweise der Natur. Dann sollten wir uns mit der Nahrungsgrundlage der Tiere beschäftigen. Also das ist ein ganz wichtiges Teilthema der Lebensraumanalyse, eigentlich das zentrale Teilthema, kann man fast sagen. Neben der Nahrungsgrundlage eigentlich die Ausbreitungsmöglichkeiten, die Rückzugsräume und das Vorhandensein und die Zugänglichkeit saisonaler Lebensräume. Diese vier Punkte sind sozusagen ja diese Besonderheit der Lebensraumanalyse. Das andere kann man auch unabhängig davon machen. Aber da geht es dann wirklich ans Eingemachte, und das wird richtig spannend, aber auch richtig kompliziert. Und daraus ableiten kann man natürlich auch dann ganz klar, und wir werden jetzt heute so ein paar Beispiele auch mal sehen, Managementkonzepte. Das heißt eben nicht nur die Frage des Ist-Zustandes, wie sieht der Zustand der Population aus und wie sieht der Zustand des Lebensraums aus, sondern auch den Soll-Zustand, wohin will ich langfristig und mittelfristig und mit welchen Methoden des Wildtiermanagements erreiche ich das Ganze. Und da geht es dann zum Beispiel um die Frage, aus dieser Lebensraumanalyse angemessene Schutzkonzepte oder auch angemessene Nutzungskonzepte, wie zum Beispiel Bejagungskonzepte, zu entwickeln. Das kann man auch räumlich und zeitlich nochmal unterschiedlich identifizieren. Also wir können beispielsweise das Thema Bejagung sehr stark auf bestimmte Flächen fokussieren, Stichwort Schwerpunktbejagung. Oder wir können das Thema Bejagung auf bestimmte zeitliche Intervalle fokussieren, Stichwort Intervallbejagung, da kommen wir auch nochmal detailliert dazu, gerade bei der Frage Wildtiere und Wald. Gleichzeitig sollte man aber auch im Rahmen von Managementkonzepten natürlich Vorschläge zu angemessenen Landnutzungskonzepten machen. Man kann eben meistens nur Vorschläge machen, weil die Landnutzung vielfach, nicht immer, aber vielfach in anderen Händen liegt. Da ist aber auch wichtig, die Grundeigentümer oder die Landnutzer auch in solchen Prozessen von solchen Erarbeitungen, solche Managementkonzepte mit im Boot zu behalten. Das geht zum Beispiel um die Frage, auch welche waldbaulichen Konzepte werden praktiziert. Nur im Dialog zwischen Waldbau und Jagd beispielsweise kann ich überhaupt waldbauliche Probleme durch jagdliche Maßnahmen beispielsweise lösen helfen oder zumindest waldbauliche Maßnahmen auch unterstützen. Gleiches gilt auch für die Landwirtschaft, auch mit den Landwirten muss der Dialog stattfinden, welche Fruchtfolgen zum Beispiel passieren, was wird in naher Zukunft geändert und dergleichen mehr. Dann kann man natürlich auch Vorschläge zum Thema Besucherlenkung machen. Das betrifft dann vor allen Dingen auch die Gemeinden, die Gemeindevertreter, Bürgermeister, Landräte zum Teil, also Verwaltungen, Tourismusvereine und dergleichen mehr. Da kann man dann im Grunde sehr intensiv über solche Dinge auch gemeinsam diskutieren und vielleicht auch das ein oder andere möglichst dann durchgesetzt bekommen. Wichtig ist das Thema Ruhezonen und Äsungsflächen. Das ist natürlich ein unmittelbarer Ausfluss auch der Frage der Lebensraumqualität. Wenn die Lebensraumqualität von der Natur aus, sagen wir mal, verbesserungsbedürftig ist, und das wird sie in der Kulturlandschaft meistens sein, dann muss man als Mensch im Grunde auch unterstützen. Und diese Unterstützung sieht eben in erster Näherung meistens so aus, dass man sagt, okay, wir schaffen hinreichende Ruhezonen, gerade für die großen Wildwiederkäuer. Und wir schaffen hinreichend beruhigte Äsungsflächen, auch für die großen Wildwiederkäuer. Und man schafft natürlich auch das wird an anderer Stelle nochmal diskutiert werden und vertieft werden, ein angemessenes Überwinterungskonzept, weil wir, das werden wir auch sehen, sowohl die physiologischen Überwinterungsstrategien der Tiere heutzutage in der Kulturlandschaft durch den Menschen gestört werden, als auch die räumlichen überwinterungsbiologischen Entwicklungen nicht mehr stattfinden können. Das heißt also, Winter- und Sommerlebensräume sind oftmals nicht mehr so ohne weiteres nach den Anforderungen der Wildtiere aufsuchbar. Und das Ganze muss natürlich auch einhergehen mit einer Metaebene, sag ich mal. Diese Metaebene bedeutet, wir müssen im Grunde in solchen Konzepten auch eine hinreichende und vor allen Dingen zeitgemäße Wissensbasis zur Verfügung stellen.
Wissensbasis heißt nicht, dass wir an einer anderen Stelle vielleicht auch nochmal versuchen zu erläutern, ein bisschen, heißt jetzt nicht, dass es das eine und richtige und perfekte Wissen gibt, das dann im Grunde überall angewandt werden muss, sondern Wissensbasis heißt eigentlich eher ein Überblick über die Ergebnisse der letzten Jahre und Hinweise darauf und Empfehlungen, wie man diese Ergebnisse in die Praxis auch umsetzen kann. Und last but not least, auch dazu hoffe ich, dass wir nochmal eine eigene Veranstaltung machen können, die Unterstützung bei der Konfliktlösung. Das heißt also, wenn wir Konflikte vorliegen haben oder wenn wir Probleme zu lösen haben, dann sollte das idealerweise, wir werden es an anderer Stelle auch nochmal sehen und haben es auch schon gehört, in moderierten Prozessen und idealerweise auch in partizipativen Prozessen erfolgen. Und beides muss man im Grunde im Rahmen des Wildtiermanagements als Wildbiologe, Wildökologe beherrschen. Deshalb versuchen wir das auch noch an einer anderen Stelle mal in die Lehrveranstaltung hier einzubringen. Gerade das Thema Moderation beispielsweise ist hier extrem wichtig. Ja, ich hatte gerade schon ein paar Akteure angesprochen und auch in verschiedenen anderen Zusammenhängen haben wir diese Akteure immer wieder vor uns und müssen mit diesen Akteuren uns beschäftigen. Das sind die Grundeigentümer, wie gesagt, in der Forstwirtschaft. Die können wir wieder unterteilen in unterschiedliche, sagen wir mal, kleinere Untergruppen. Da hat der öffentliche Waldbesitz, der Landeswald, der Bundeswald sicherlich oft andere Ziele und auch andere Möglichkeiten, als es der mittlere Privatwald oder Großprivatwald hat. Und wiederum beide haben wiederum andere Rahmenbedingungen, als es der Klein- und Kleinstprivatwald hat. Die ganze Thematik Jagd muss man im Grunde mal analysieren und beleuchten. Wer ist der Inhaber des Jagdrechts? Wer ist Inhaber des Jagdausübungsrechts? Sind Inhaber des Jagdrechts und Jagdausübungsrechts eine und dieselbe Person? Das ist zum Beispiel oft so im mittleren Privatwald, oft auch im Großprivatwald. Es ist im Grunde immer so in den staatlichen Forstbetrieben. Oder ist der Inhaber des Jagdausübungsrechts ein Pächter, der im Grunde nur das Jagdausübungsrecht pachtet, zum Beispiel von einer Jagdgenossenschaft oder von einem großen Grundeigentümer, der einen Eigenjagdbezirk hat. Wenn das so ist, ist er natürlich Kunde und hat natürlich als Kunde durchaus unter Umständen andere Ziele. Und er wird auch auf anderen, sag mal, Rechten bestehen, als das vielleicht jemand tut, der tatsächlich das Land selber bewirtschaftet. Und last but not least die Jagdgäste, die nochmal im Grunde ohne letztendlich Eigentums- und Revierverantwortung zur Jagd gehen, die müssen im Grunde geführt und angeleitet werden. Auch das ist meine eigene Aufgabe, die ganz spannend in dem Zusammenhang ist. Weitere Akteure, nur mal ein paar Beispiele zu nennen, ist der Naturschutz, ist die Landwirtschaft, ist der Tourismus, ist der Tierschutz und viele andere mehr. Das kommt aber immer wieder und dieses Thema Akteure werden wir an verschiedenen Stellen auch nochmal gesondert aufgreifen. Jetzt hatte ich gesagt, okay, wir würden das gerne am Beispiel des Rotwildes einmal durchdeklinieren, das Thema Lebensraumanalyse. Und da müssen wir uns erstmal die Frage stellen, welche Faktoren sind denn da wichtig? Was müssen wir denn wissen und mit welchen Dingen müssen wir uns beschäftigen? Die Frage, welche Lebensräume wir dem Rotwild zugestehen, sind da natürlich, oder die Frage ist da natürlich ganz wichtig. Die Frage der Fraßeinwirkungen im Wald und in der Landwirtschaft ist wichtig. In dem Kontext natürlich immer wieder die Frage der Bestandesumfänge, die Frage der Sozialstrukturen, die wurde in den letzten Jahren immer gerne etwas vernachlässigt. Unter diesem unseligen Begriff Zahl vor Wahl in der Bejagung hat man da eigentlich ganz bewusst darauf verzichtet. Das ist nicht immer klug gewesen. Das hat zwar vieles erleichtert im Vorfeld und hat auch eine gewisse Undiszipliniertheit in der Bejagung zum Teil hervorgerufen und dann auch gleichzeitig dazu geführt, dass eben in vielen Situationen, nicht überall, aber in vielen Situationen Sozialstrukturen der Bestände eigentlich uns aus dem Ruder gelaufen sind, beziehungsweise nicht mehr so sind, wie sie sein sollten. Eine wichtige Frage ist die der Bejagungszeiten im Jahresverlauf. Das ist ein Thema, was man natürlich auf mehreren Ebenen diskutieren kann. Das kann man auch auf gesetzlicher Ebene diskutieren oder Verordnungsebene zumindest. Man kann es aber auch durchaus die Frage stellen, ist in einem Forstbetrieb, in einer Hegegemeinschaft nicht auch ein eigenes Konzept möglich? Denn im Rahmen der gesetzlichen Rahmen Jagdzeiten kann man ja praktisch freiwillig diese auch immer noch verkürzen. Und das Verkürzen ist oftmals
wichtiger als das Verlängern. Das Thema Jagdmethoden, Jagdstrategien hatte ich schon angesprochen. Das Thema Überwinterung hatte ich auch schon angesprochen. Und auch die Frage zum Beispiel beim Rothirsch, die Auswirkungen des Auftretens großer Prädatoren, insbesondere des Wolfes, spielt da natürlich im Zusammenhang mit Lebensraum- und Managementkonzepten eine große Rolle. Ziel solcher Managementkonzepte wird letztendlich sein, beim Rothirsch die Schaffung und die artgerechte Erhaltung eines angemessenen Rotwildbestandes, sowohl für die Art selber im Sinne einer Erhaltung von Biodiversität, aber durchaus auch als Nahrungsbasis zum Beispiel für große Prädatoren. Dazu kommen wir in dem Zusammenhang nochmal separat. Diese Schaffung und Erhaltung eines angemessenen Bestandes erfolgt derzeit unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen, insbesondere den ökonomischen Ansprüchen, gerade der Forstwirtschaft und der Landwirtschaft, soll aber nichtsdestoweniger auf einer guten fachlichen Praxis basiert sein. Denn es macht jetzt nicht Sinn, die gute fachliche Praxis über Bord gehen zu lassen, bloß weil vermeintlich andere Ziele momentan brennen. Das wird langfristig nur zu großen Problemen führen. Ein zweiter Punkt ist natürlich die angemessene Berücksichtigung der Ansprüche aller Landnutzer. Natürlich die Ansprüche vor allen Dingen der naturnahen Waldwirtschaft im Rahmen dieses Rotwildmanagements. Aber es kann eben nicht der einzige Anspruch sein. Es muss immer zu einer Abwägung von Interessen, letztendlich von Interessen der Tiere auf ein artgemäßes Leben letztendlich, von Fragen der Tiere auf eine tierschutzgerechte und das Tierwohl berücksichtigende Form der Bejagung und dann natürlich auch die Ansprüche der Landnutzer. Die sind oft gar nicht so weit auseinander. Man muss im Grunde nur wollen und man muss im Grunde auch wirklich dann auch waldbauliche Ziele definitiv definieren und die waldbaulichen Ziele auch klar verfolgen. Also die Frage der Klarheit der Ziele der Waldbewirtschaftung kann dann automatisch zu sehr guten Wildtiermanagement-Konzepten führen, die sich dann sehr gut mit den waldbaulichen Zielen ergänzen. Ich muss aber beides letztendlich miteinander in Einklang bringen. Und ich hatte es gerade schon mal kurz angedeutet, das Tierwohl ist heutzutage in einer offenen Gesellschaft, in der sehr viele Interessengruppen auch bei Themen mitdiskutieren, die sie nicht unmittelbar betreffen, immer wichtiger. Das heißt, gerade in den großen urbanen Räumen wird die Sensibilität für Tierschutzfragen, für Tierwohlfragen sicherlich zunehmen. Und wenn man als Jäger beispielsweise diesen Vorteil, dass man im Grunde ja dieses Wildbret, was man ja auch als Lebensmittel produziert, eben sehr tierschutzgerecht produziert, wenn man diesen Vorteil, den man hat und dieses Pfund letztendlich, mit dem auch die Jagd letztendlich wuchern kann, wenn man das behalten will, dann geschähe es oder dann täte man sehr gut daran, eben auch das Thema Tierschutz weiter im Auge zu behalten. Hier sind wir jetzt mal wieder bei dem Thema Lebensräume. Wir sehen also hier die schon bekannte Karte der Deutschen Wildtierstiftung. Rotwild in Deutschland, im Grunde ein Relikt aus der Zeit des vorletzten Jahrhunderts, wo im Grunde die Art in der Fläche praktisch ausgerottet wurde, in einigen Refugialräumen zurückgeblieben ist. Und das sieht noch heute so aus. Das sieht nordöstlich der Elbe ein bisschen günstiger aus als südwestlich der Elbe und sieht in den großen Mittelgebirgen im Zentrum Deutschlands noch mal ein bisschen günstiger aus als zum Beispiel im Süden in den beiden Flächenländern Baden-Württemberg und Bayern. Die Probleme mit der Tierart Rotwild sind unter anderem auch dadurch bedingt natürlich, dass wir es bei dieser Art um einen Bewohner des Halboffenlandes, zum Teil Offenlandes zu tun haben, dass wir es mit einer Art haben, die natürlicherweise Sommer- und Winterlebensräume besiedelt, durch Wanderungen diese immer wieder aufsucht. Und diese Sommer-Winterlebensräume sind eben oft deutlich voneinander separiert. Und die Winterlebensräume sind im Grunde komplett verloren oder fast komplett verloren gegangen. Das sind praktisch die Niederungen der Flüsse mit dortigen ehemaligen Auwaldgebieten, die praktisch alle an Landwirtschaft und Siedlungen verloren gegangen sind. Es ist eine wandernde Art, das Rotwild. Die sogenannte Bonner Konvention, die Convention of Migratory Species, ist hier definitiv anwendbar. Das wissen die wenigsten.
und wollen viele auch gar nicht wahrhaben, weil das durchaus ja auch bestimmte Schutzmaßnahmen dann implizieren würde, die man ja nicht so gerne sähe. Die Winterlebensräume sind, wie gesagt, unzugänglich und oder verloren gegangen, durch Zerschneidung unzugänglich geworden, vor allen Dingen aber durch Landwirtschaftssiedlungen und dergleichen mehr komplett verloren. Die Überwinterung erfolgt in den Sommerlebensräumen. Das sind alles Wiederholungen, was ich jetzt sage, das ist nichts Neues. Aber viele Dinge sollte man an vielen Stellen auch nochmal wiederholen. Die winterliche Reduktion des Stoffwechsels, auch auf die haben wir uns schon in dem Thema Wildökologie mal so ein bisschen fokussiert. Diese winterliche Stoffwechselreduktion ist zwar möglich, passiert aber in unseren mitteleuropäischen Lebensräumen praktisch nicht mehr, weil einfach die nötige Ruhe dafür fehlt. Und gleichzeitig unterliegen eben die Lebensräume extremer, intensiver Nutzung, ob das nun im Waldbau oder in der Landwirtschaft ist, das ist eigentlich fast egal. Überall sind massive Nutzungsinteressen vorhanden. Und umgekehrt, wie schon eben gerade gezeigt, sind zahlreiche potenzielle Lebensräume definitiv nicht besiedelt. Und jetzt wird es ein bisschen schizophren. Genau die Interessengruppen, die auf der einen Seite über zu hohe Rotwildabundanzen klagen, Land- und Forstwirtschaft vor allen Dingen sind das, sind es auf der anderen Seite, die es verhindern, auch durch Lobbyarbeit, dass zum Beispiel die Lebensräume, die derzeit nicht besiedelt sind, von der Wildart besiedelt werden können, sodass die Konzentration beispielsweise auch in der Gesamtfläche auch geringer werden kann, auch wenn die Abundanz dann vielleicht ein bisschen höher wird. Der Haltungszustand des Rothirsches, man kann in etwa sagen, ist ja fast vergleichbar demjenigen des Wolfes. Also man hat eine Art, die definitiv nicht mehr alle Lebensräume besiedelt. Beim Wolf kann man sagen, noch nicht. Beim Rotwild muss man leider sagen, nicht mehr, die möglich wären. Gleichzeitig haben beide Arten aber eine hohe Populationsdynamik. Das heißt also, wenn die Tierarten in Ruhe gelassen werden, total unter Totalschutz stehen, vermehren sie sich relativ schnell. Beim Wolf sieht man das gerade. Beim Rotwild wäre, wenn man eine Bejagung einstellen würde, das sicherlich auch der Fall, sodass hier also sehr viele Parallelen zwischen beiden Arten vorhanden sind, was auch normal ist, weil es ja auch eine Räuberbeutebeziehung ist, sodass man auch sagen kann, der Erhaltungszustand des Rothirsches ist durchaus vergleichbar demjenigen des Wolfes. Man würde sagen, es ist noch ein guter Erhaltungszustand. Beim Wolf ist es schon wieder ein guter Erhaltungszustand. Beim Rotwild ist es vielleicht noch ein guter Erhaltungszustand. Aber es ist eben so ein bisschen grenzwertig. Die Lösungswege wären für die Rotwild-Lebensräume, die man sich idealerweise vorstellen kann, keine rotwildfreien Räume aus Sicht der Wildtiere. Die Förderung dieser Ausbreitung der Art ist sicherlich ein wichtiges Ziel, was eben aber nicht von allen Interessengruppen und Partikularinteressen vor allen Dingen gerne gesehen wird. Die technischen Möglichkeiten dazu wären einfach, indem man einfach am Rande der vom Rotwild besiedelten Regionen definitiv die Bejagung minimiert oder einstellt. Dann würde so eine Besiedlung stattfinden, aber wie gesagt, das passiert derzeit kaum. Man sollte hinreichend Ruhezonen schaffen. Man sagt also im Wald, mindestens 5% der Waldfläche sollten Ruhezonen für das Wild sein, definitiv nicht bejagte Flächen. Gleichzeitig sollten auch Nahrungsaufnahmemöglichkeiten im Offenland, wenn notfalls auch kleinflächig in Form von Wildwiesen geschaffen werden. Auch hier gehören 5% Wildwiesen eigentlich als gute fachliche Praxis in jeden Forstbetrieb. Und die Lebensraumbewertung, über die wir uns heute eben ja vertiefend gerade unterhalten, sollte eigentlich Standard werden, zumindest immer dort, wenn Konflikte auftreten. In Hessen ist das schon so, muss man sagen, da werden solche Lebensraumgutachten angefertigt. Ich zeige Ihnen mal nachher so ein kleines Lebensraumgutachten, was ganz frisch sozusagen aus der Druckpresse kommt, was aus einer hessischen Rotwild-Hegegemeinschaft stammt. Und diese Lebensraumgutachten, heißen Lebensraumgutachten, sind aber eben oftmals auch Gutachten und Managementkonzepte in einem. Es ist ein sehr guter Ansatz vom Prinzip her, wenn das in sich, wie gesagt, es gibt gute und es gibt mittlere und es gibt weniger gute Beispiele dafür. Wenn die guten und die halbwegs guten Beispiele Schule machen, dann ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ein weiterer Punkt ist immer das Thema Winterfütterung.
Winterfütterung wird von vielen sehr ungern gesehen. Man kann eigentlich vermuten, dass es vor allen Dingen aus Kostengründen abgelehnt wird. Es kostet einfach Geld, macht Arbeit und wird dann eben sehr schnell gesagt, ja gut, wir brauchen das nicht, die Natur füttert ja auch nicht. Das ist natürlich absoluter Unfug, weil wir natürlich keine natürlichen Verhältnisse und keine Naturwälder haben, sondern wir haben im Grunde eben aus den genannten Gründen vom Menschen extrem überformte Wälder und Offenlandbereiche. Und da können eben die natürlichen Regulationsmechanismen gerade nicht greifen. Deshalb ist im Grunde derjenige, der sagt, er füttert nicht, weil es unnatürlich ist. Entweder ist es wirklich ideologisch extrem überlagert oder aber es ist einfach nur eine Ausrede, weil man einfach den Aufwand und die Kosten dafür scheut. Hier nochmal das Thema Besiedlung von Lebensräumen. Das ist ein Beispiel aus Sachsen. Und wir sehen hier eigentlich die etwas bräunlich-beige gefärbten Teile sind vom Lebensraum, sind Lebensraum für Rotwild, sind vom Rotwild besiedelt. Immer wieder so ein paar kleine Vorkommen hier schon so ein bisschen in die Agrarlandschaft vorgeschoben, aber so wirklich die Besiedlung zum Beispiel jetzt des Leipziger Südens, zum Beispiel aus dem Wermsdorfer Wand oder von mir aus auch zum Beispiel aus dem westlichen Erzgebirge nach Norden zu, findet derzeit nach wie vor nicht statt, auch wenn in Sachsen die Rotwildgebiete eben offiziell nicht mehr Verordnungscharakter haben, aber man hat das Ganze durch eine Hintertür letztendlich fast, kann man sagen, wieder eingeführt, weil in Sachsen eben im Rahmen der normalen Bejagung ohne Abschussplan eine bestimmte Anzahl an Rotwild jedes Jahr in jedem Revier erlegt werden darf und damit hat man eigentlich die Bemühungen, die man eigentlich sich als Artenschutzbemühungen zunächst mal mitgebrüstet hat, hat man eigentlich sehr schnell konterkariert wieder. Also da muss man einfach noch gucken, was ist tatsächlich das Lippenbekenntnis und was ist tatsächlich dann auch die Praxis, die draußen gelebt wird. Hier hatten wir jetzt genau diese Räume, durch die die Tiere praktisch wandern können und wo solche Wanderungen vom Prinzip her auch möglich wären, wenn man sie ließ, wenn man sie also dort nicht intensiv bejagen würde. Wir müssen uns dann, und jetzt kommen wir schon mehr und mehr in das Lebensraumgutachten wirklich rein, in die Praxis, die Frage stellen, immer in der Ökologie, und jetzt haben wir wieder die drei Nachhaltigkeitsdimensionen hier kurz erwähnt, die Ökologie, da fragen wir, wie viel Rotwild verträgt der Lebensraum, aber auch wie viel Rotwild benötigt der Lebensraum. Nur diese zwei Seiten der Medaille sollte man immer gleichzeitig betrachten und nicht immer die eine Seite oder die andere Seite. Die Ökonomie ist im Grunde die Frage, welche Kosten ist der Grundeigentümer bereit zu tragen, um Rotwild ein artgemäßes Leben zu ermöglichen. Und diese Kosten wird natürlich der eine höher ansetzen, der andere ist da vielleicht zu weniger bereit. Und dann müssen wir einfach in einer sozialen Marktwirtschaft auch fragen, wenn die Grundeigentümer das nicht freiwillig machen und sie werden eigentlich dazu verpflichtet, weil die Verpflichtung zur Hege ist ja letztendlich Sache des Grundeigentümers. Der Artenschutz ist in Deutschland für die jagdbaren Arten privatisiert. Das ist eigentlich eine sehr zeitgemäße Lösung, die wir schon sehr lange haben. Wenn der Grundeigentümer nicht freiwillig zu einer bestimmten Investition in diese Wildtierlebensräume bereit ist, dann muss man einfach auch mal fragen, wie viel ist denn Grundeigentümer zumutbar und muss man unter Umständen den Grundeigentümer auf anderem Wege dazu bringen, dieser Verpflichtung auch nachzukommen. Und schließlich die soziokulturellen Anforderungen, das ist eigentlich so ein bisschen die Frage, können Menschen diese Tierart draußen wieder erleben irgendwann und wie viel Rotwild brauchen wir, welche Lebensräume brauchen wir, damit diese Erlebensmöglichkeiten auch wieder geschaffen werden. Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie viel ist wenig, wie viel ist viel, wie viel ist zu wenig oder zu viel, auch das hat natürlich die verschiedenen Aspekte, vor allen Dingen den Biodiversitätsaspekt. Auch da kann man sagen, wie viel Rotwild braucht die Biodiversität, das Stichwort Verbreitung von Pflanzen und auch anderen Arten ist da ganz spannend. Endozoochorie, Exozoochorie als Beispiel. Die Schaffung von
Verwundungen, Bodenverwundungen, zum Beispiel durch Suhlen oder durch Wechsel auch, wo dann im Grunde bestimmte seltene Pflanzen oder Tierarten auch wieder leben können. Die Frage der Rotwildlosung und der damit zusammenhängenden Fauna und Flora, bis hin zur Frage der Kadaverökologie, das ist aber nochmal ein eigenes Thema. Zweite Frage ist die wichtige Frage, wie viel Rotwild braucht der Wolf? Wir haben bei der Wiederbesiedlung des Wolfes gesehen, Wölfe siedeln sich vor allen Dingen dort an, wo Rotwildvorkommen sind, interessanterweise, selbst dann, wenn das Rotwild in dem Falle nicht gerade die Hauptbeute ist, sondern meistens das Rehwild. Aber die Frage wird eigentlich auch viel zu selten gestellt. Auf der einen Seite wünschen wir uns den Wolf flächendeckend wieder zurück, auf der anderen Seite sind wir nicht bereit, auch nur das Mindeste insofern dafür zu tun, dass wir sagen, wir müssen wenigstens die Hauptbeutearten dort in angemessener Dichte erhalten oder wieder heimisch machen. Wie viel Rotwild brauchen wir für die Erhaltung von Offenlandschaften? Das ist vor allen Dingen eine Naturschutzfrage. Oder auch die spannende Frage, auch die können wir an anderen Stellen nochmal diskutieren, welche Rotwilddichten oder insgesamt Huftierdichten würden sich beispielsweise in Naturwäldern einstellen. So, und damit kommen wir natürlich jetzt auch schon zur nächsten Frage der ganz konkreten Bewertung der Lebensräume. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Wir arbeiten sehr häufig mit einem Verfahren nach Hofmann und Co-Autoren aus dem Jahre 2008. Das können Sie auch im Netz, soweit ich weiß, kostenlos herunterladen. Wir werden das versuchen, nochmal zu finden. Und wir würden das da unten nochmal für Sie auch verlinken. Das ist im Grunde ein Verfahren, welches praktisch gutachtlich einschätzt aufgrund bestimmter Vegetationstypen. Die sehen hier zwei Beispiele auf dieser Folie. Welche Biomasse, Pflanzenbiomasse, Kapazität als Nahrung, als Älsung für das Rotwild oder für andere Schalenwildarten, Wiederkäuerarten zur Verfügung steht. Und das ist natürlich ein Verfahren, was zunächst erstmal für eine bestimmte Situation, in dem Fall in Brandenburg, entwickelt wurde, was man aber dann eben auch leicht, gerade weil Brandenburg ja auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, die allerreichesten Standorte zu haben, was man auch sehr leicht im Sinne einer konservativen Einschätzung auch auf andere Gebiete, zum Beispiel das Erzgebirge, auch übertragen kann mit einigen kleineren Modifikationen. Und diese Lebensraumbewertung ist im Grunde, wenn Sie so wollen, wie eine kleine Forsteinrichtung. Man fährt praktisch einfach in das Gebiet raus und schaut sich wirklich vor Ort an, macht eine Liste sich letztendlich, welche verschiedenen Vegetationsformen wir finden und vor allen Dingen in welchem Umfang, auf welcher Fläche, hier ein Hektar, die zu finden sind. Hier sind mal gelb die wesentlichen Formen hier aufgeführt in einem Beispiel aus dem Erzgebirge. Und dann kommt man im Grunde zunächst mal auf eine Fläche, die dann der Fläche des Untersuchungsgebietes oder des gutachtlich erfassten Gebietes ansprechen muss und kann dann mit dieser Fläche und der Kenntnis über die Vegetation eine Nahrungs- und Ersatzkapazität in Kilogramm Trockensubstanz zunächst mal pro Hektar und dann natürlich multipliziert mit der Gesamtzahl dieser Vegetationstypen im gesamten Gebiet dann auch berechnen. Und es gibt dann so eine einfache Tabelle, wo dann hier unten letztendlich eine Gesamtsumme an Trockensubstanz steht. Das kann man dann auch nochmal anders darstellen, zum Beispiel in diesem Tortendiagramm. Da sieht man in diesem Fall hier Beispiel Erzgebirge, dass gerade der Himbeerfichten-Schattwald zum Beispiel einen sehr großen Anteil ausmacht, auch der Nadelbaum-Dichtwald, aber auch das Grasland sind recht bedeutende Lebensraumtypen hier, Vegetationstypen hier. So, und das kann man im Grunde dann auch prozentual erfassen. Und kann es dann aber beispielsweise auch auf die Ersatzkapazität, wir hatten ja gerade eben in der Folie gesehen, ganz rechts unten die Gesamtmenge Kilogramm Trockensubstanz, in dem Falle 3,6 Millionen Kilogramm
Trockensubstanz im gesamten Gebiet. Und damit kann man sich dann über eine Schätzung des jeweiligen Bestandes an den einzelnen Wildwiederkäuerarten ein Bild machen, für wie viele reicht es eigentlich. Die zur Verfügung stehende Biomasse wurde in der Arbeit von Hofmann und Mitautoren auf sogenannte Schalenwildeinheiten verteilt. Dieser Begriff ist ein bisschen unglücklich, weil er stammt ein bisschen aus der Landwirtschaft, wo man im Grunde dann auch von Huftiereinheiten und Ähnlichem spricht. Dieser Begriff Schalenwildeinheiten ist deshalb unglücklich, weil wir in der Wildbiologie ja sehr genau wissen, dass unsere Huftierarten, wilden Huftierarten, also die Schalenwildarten, vor allen Dingen die Wildwiederkäuerarten, eben sehr, sehr unterschiedliche Nahrungsansprüche und Ernährungsansprüche haben. Wir hatten das in der Wildökologie besprochen. Das Spektrum reicht ja im Grunde auf der einen Seite vom Konzentratselektierer, das Reh ist da ein typisches Beispiel für in Mitteleuropa, bis zum praktischen Grasfresser auf der anderen Seite. Das wären die Wildrinder, die bei uns leider ausgestorben sind in der Fläche, Wiesent und der Ur. Und dazwischen sind die intermediären Typen, die Mischäser, wie zum Beispiel das Rotwild, das Dammwild, das Mufflon mit Tendenz nach der einen oder anderen Seite. Dammwild ist ein Mischäser, vielleicht ein bisschen Tendenz mehr zum Konzentratselektierer. Mufflon ist eigentlich ein Intermediärtyp mehr, ein bisschen mit Tendenz zum Grasfresser. Das sind dann letztendlich sehr große Spezialisierungen, auch die man nicht mit Schalenwildeinheiten über einen Kamm scheren sollte. Unabhängig davon ist aber natürlich so, dass das, was an Trockensubstanz vorhanden ist, durchaus verschiedene Trockensubstanz ist. Da können also durchaus auch Himbeer, Brombeer, Weidenröschen und ähnliche Vegetationen sein und im Frühjahr auch die entsprechenden keimenden, krautigen Pflanzen, die dann eben entsprechend Protein und auch eiweißreiche Nahrung für die Konzentratselektierer liefern. Das kommt eben aus der Analyse in dem Falle nicht so präzise hervor. Deshalb müssen wir auch uns mit Annahmen zufrieden geben. Wenn man jetzt hier beispielsweise mal annimmt, dass wir das Verhältnis Rotwild-Rehwild ein Drittel zu zwei Drittel, also Rotwild ein Drittel, Rehwild zwei Drittel in der Abundanz haben, dann haben wir gesehen, dass diese 3,6 oder 3,7 Millionen Kilogramm Trockensubstanz im Grunde einen Bestand von ungefähr 3000 Stück Rotwild und von knapp 6000 Stück Rehwild ernähren würden. Ganz grob gerechnet, wirklich eine Schätzung über den Daumen, aber eine Schätzung, die uns schon mal sehr viel aussagt über den aktuellen Ist-Zustand und vor allen Dingen auch über die Möglichkeiten und über die Optionen, ja, die ich für die Zukunft habe, wie ich an dem Thema weiterarbeiten kann. Denn ist die Lebensraumkapazität für den vorhandenen Bestand zu gering? Das heißt, ist der Bestand deutlich höher, als die Lebensraumkapazität uns das aussagt? Und das wäre eine ganz klare Antwort, die wir aus diesem Analyse kriegen. Dann gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Die bessere Möglichkeit ist immer die Lebensraumverbesserung letztendlich für die Wildtiere. Und die zweite, die heute immer gerne und lautstark gefordert wird, die Reduktion ist die zweitbeste Lösung oder andersrum gesagt noch die schlechtere Lösung, aber dann manchmal auch erforderlich, natürlich. Aber eigentlich ist dieser Zusammenhang, ich habe Fraßeinwirkungen. Die Fraßeinwirkungen könnten Schäden werden in Zukunft. Also muss ich reduzieren. Dieser Zusammenhang ist vom Wildtiermanagement her eigentlich keine gute fachliche Praxis, ist auch nicht korrekt, weil im Grunde es keine lineare Funktion, keinen linearen Zusammenhang zwischen Fraßeinwirkungen, Schäden und Abundanz gibt. Es kann sein, dass eine hohe Abundanz die Ursache für die Schäden ist. Dann ist eben tatsächlich entweder die Lebensraumverbesserung oder die Reduktion angesagt. Wenn aber die Lebensraumkapazität hinreichend groß ist und trotzdem Schäden auftreten, dann müssen wir uns Gedanken machen. Und das ist eigentlich in vielen Situationen, die wir in den letzten Jahren untersucht haben, eigentlich der Normalfall gewesen. Also wir haben
selten Fälle gefunden, wo wirklich die Lebensraumkapazität deutlich unterhalb der aktuellen Abundanzen gelegen hat. Es war häufig so, dass das beides eigentlich ganz gut sich ausging oder Lebensraumkapazität sogar ein bisschen höher war als die, als das vorhandene Schalenwild es hätte erwarten lassen. Und dann müssten wir eigentlich zunächst mal von der Hypothese ausgehen, wir machen irgendwas falsch. Und wenn wir irgendwas falsch machen, dann müssen wir uns im Grunde fragen, ja, wo liegt denn der Fehler? Und dieser Fehler kann eben an verschiedenen Stellen liegen. Ich hatte ein paar schon erwähnt. Zum einen können sind Tiere nicht immer gießkannenmäßig in der Fläche verteilt. Das heißt, es kann sich zu können Klumpungen in Teilen des Lebensraums auftreten, sodass wir also in bestimmten Teilen des Analysegebietes eine relativ hohe Dichte auch pro Flächeneinheit an Wildwiederkäuern haben, in anderen eben eine sehr geringe Dichte. Und in diesen Flächen, wo sich das klumpt, treten natürlich dann auch wirklich vermehrt Fraßeinwirkungen respektive Schäden auf. Es kann aber auch zunächst mal die Frage dann gestellt werden, handelt es sich um Sommerschäle, handelt es sich um Winterschäle? Mal salopp gesagt, würde man eigentlich davon ausgehen, bei Sommerschäle macht man eigentlich in den meisten Fällen, ist der Grund, dass man was falsch macht und ist nicht der Grund, dass es zu viel Wild oder zu hohe Abundanz vorhanden ist, denn im Sommer ist meistens die Vegetation so üppig, dass man wirklich sagen kann, eigentlich braucht das Wild die Waldbäume zum Beispiel nicht für die Ernährung. Das heißt also, hier scheinen andere Faktoren, Störungen, Imbalancen in der Nahrungszusammensetzung und Ähnliches dann eine Rolle zu spielen. Also nicht immer, aber in sehr, sehr vielen Fällen ist Sommerschäle eigentlich ein Synonym für Wildtiermanagementfehler. Bei Winterschäle ist es unter Umständen ähnlich. Das kann auch wieder durch Störungen zusammen zustande kommen, kann aber durchaus auch lokal dann durch Nahrungsmangel zustande kommen oder kann eben auch wieder durch Imbalancen zustande kommen. Insbesondere, wenn wir jetzt immer zunehmenden Zwischenfruchtanbau im Winter haben, über diese Greening-Programme in der Agrarlandschaft, hat man eben oft relativ protein- und ja auch nährstoffreiche, leicht verdauliche Nahrung im Offenland, wo das Wild dann auch diese äst, aber dann praktisch den nötigen Faseranteil da nicht mit aufnehmen kann. Und das kann zum Beispiel dann auch zu Schäle im Winter durchaus führen. Ein anderes Thema ist die Frage der Wanderung in Winterlebensräume. Ist die möglich oder ist die nicht möglich? In Mitteleuropa ist sie eigentlich in den meisten Fällen nicht mehr oder kaum noch möglich. Dann ist eigentlich angesagt, ein vernünftiges Überwinterungskonzept mit Winterfütterung, angemessener Winterfütterung wiederum einzurichten. Denn wie gesagt, in den Sommerlebensräumen eine Tierart zu überwintern, ist eigentlich nicht unbedingt artgerecht. Und da muss man dann einfach auch als Mensch irgendwo unterstützend eingreifen. Und das Eingreifen kann eben nicht nur sein, ich schieße einfach so viele, bis nichts mehr verfressen wird, weil das würde im Grunde bedeuten, dass wir auch hier einen rein quantitativen Einfluss haben. Das stimmt aber eben nicht. Selbst ein Stück Rotwild kann eben enorme Fraßeinwirkungen machen, wenn es in einer bestimmten Fläche eine Zeit lang drin ist. Das heißt also, ist einfach nur auf die Quantität zu schieben. Damit macht man sich die Situation oder redet man sich die Situation eigentlich schön und macht sich zu leicht. Die nächste spannende Frage ist immer, sind hinreichend Ruhezonen vorhanden? Das ist also der Klassiker, wenn wir in einen Forstbetrieb kommen, beratend, unterstützend, dann ist eine der typischen Fragen, wie viel Prozent Ruhezonen sind vorhanden, wo sind die? Sind Wildwiesen zum Beispiel auch vorhanden, wo sind die? Das gehört eigentlich zur Aufnahme mit dazu in so einem Konzept. Welches Bejagungskonzept existiert, welche nichtjagdlichen Störungen finden statt und dergleichen. Ja, das heißt also, das ist das ganze Spektrum, was ich gerade genannt habe, ist sozusagen, müsste eigentlich automatisch ablaufen, wenn wir festgestellt haben, die Biomasse ist offenbar nicht das Problem oder nicht allein das Problem. Das heißt also, in den allermeisten Situationen, die mir zumindest bekannt sind in Deutschland und Mitteleuropa, analysieren wir eigentlich hier diese Probleme noch bislang gar nicht oder viel zu wenig. Jetzt habe ich hier mal ein paar Beispiele, wie sowas dann auch einfach in der Karte aussehen kann, dass ich mal ein bisschen eine Vorstellung machen können, was war jetzt alles sehr theoretisch.
wie gesagt, gucken Sie auch gerne mal das Lebensraumgutachten am Beispiel dieser Rotwildhegemannschaft Kroftower Forst in Hessen mal rein. Ich werde auch mal ein paar Exemplare an die Bibliothek geben, dass Sie das auch da ausleihen können. Hier haben wir diese Rotwildhegemannschaft etwas schattierter eingefärbt, die geht dann hier rum, ist an einem urbanen oder in der Nähe eines urbanen Ballungsraumes Stadt Gießen, Lahntal, sehr dicht besiedelt, sehr hoher Freizeitdruck auf die umliegenden Wälder beispielsweise gelegen. Und hier hat man einfach mal geschaut, was ist denn, jetzt bleiben wir mal bei dem Thema Ruhezonen und Wildwiesen, was ist denn im Rahmen dieser Hegemeinschaft überhaupt vorhanden? Und da sieht man dann Ruhezonen, die vorhanden sind. Das sind die grauen Flächen hier, das sind recht wenige. Das ist in den allermeisten Fällen so, dass wenig oder gar nicht an Ruhezonen gedacht wurde in der Vergangenheit. Dann hat man im Grunde im Rahmen dieses Konzeptes Vorschläge gemacht für Ruhezonen. Das sind diese blauen Flächen. Und diese Vorschläge sind natürlich, da komme ich gleich nochmal drauf, sehr stark abhängig auch von der Frage, wie ist denn im Grunde jetzt der ganze gesellschaftliche Rahmen, wie sind die Nutzungsinteressen durch die verschiedenen Nutzergruppen, die wir eben gerade alle diskutiert haben und wie ist das räumlich verteilt. Auch das Thema Wiesen, Weiden, entweder als Wildwiesen oder als natürliche, landwirtschaftlich genutzte Wiesen im Wald, werden hier in die Karte eingetragen. Streuobstwiesen beispielsweise und Wildäcker am äußersten östlichen Zipfel hier oder auch hier mal im Wald sind vorhanden. Das sind alles wertvolle Flächen, die man praktisch erstmal erfassen und in der Karte auch darstellen muss. So, und dann kann man jetzt, wenn man diese Vorstellung von diesen Flächen hat, die für das Rotwild in dem Fall jetzt konkret relevant und wichtig sind, dann schaut man einfach mal, wie ist denn das Straßennetz. Hier oben ist zum Beispiel ein ganz offensichtliches kleines Problem. Hier liegen die Ruhezonen sehr nah an überörtlichen Verbindungsstraßen. Das heißt, hier können durchaus dann auch entsprechende Kollisionsprobleme auftreten. Das ist etwas, was man im Auge behalten muss. Dann schaut man sich mal das Wegenetz im Wald an. Wegenetz im Wald heißt natürlich immer auch Freizeitnutzung. Solange ich im Grunde Wege nicht sperren oder umwidmen kann, werden die immer wieder auch von Menschen in der Freizeit genutzt. Dazu kommt natürlich auch die forstliche Nutzung, die jetzt aber im Vergleich zur Freizeitnutzung hier in dieser Region eine untergeordnete Rolle spielt. Und hier sehen wir dann, dass man eben versucht, auch die Ruhezonen definitiv und auch die vorhandenen, auch die geplanten, ein bisschen von diesen Wegedichten wegzukriegen. An manchen Stellen ist das schwieriger. Das hängt natürlich auch ein bisschen oft mit der Bereitschaft von Jachtpächtern zum Beispiel zu tun, solche Ruhezonen einzurichten. Also man hätte sich durchaus auch ein bisschen eine andere Verteilung in der Fläche gewünscht, aber das ist dann eben immer individuell auch mit der Freiwilligkeit oder der Freiwilligkeit geschuldet. Ja, das war jetzt im Wesentlichen mal das Thema Lebensraumgutachten durchdekliniert am Beispiel des Rotwildes. Wie gesagt, man kann es für viele andere Arten machen, man kann es für das Auerhuhn machen, man kann es für das Haselhuhn machen, man kann es im Grunde für den Wolf machen, für den Luchs. Man kann es auch im Grunde für Feldhasen und Rebhühner in der Offenlandschaft machen. Da sind eigentlich im Grunde keine Grenzen gesetzt. Entscheidend ist, dass die erwähnten Punkte einfach im Auge behalten, dass sie im Grunde diese wichtigen vorgestellten Fragen, gerade wie ist die Nahrungssituation, wie ist die Rückzugsmöglichkeiten, Deckungssituation, wie ist es zu welchen Jahreszeiten und wie ist mal auch die Wandermöglichkeit und die Möglichkeit, andere Lebensräume aufzusuchen. Das sind ganz zentrale Fragen und gleichzeitig das Nutzungskonzept, sowohl das sachliche Nutzungskonzept als auch alle anderen Landnutzer müssen natürlich im Vorfeld erstmal analysiert werden, was ist der Ist-Zustand und aus dem Ist-Zustand plus dem Lebensraumzustand kann man dann letztendlich eine Empfehlung für einen Weg zu einem Soll-Zustand letztendlich geben. Das ist die Vorgehensweise. Nachlesen können Sie das zum Teil auch in dem
schon bekannten kleinen Büchlein hier vom Wald ins Offenland. Wie gesagt, das ist in der OB hier in der Slup vorhanden, auch in hinreichender Zahl. Und wie gesagt, ganz brandneu jetzt, gerade rausgekommen, druckfrisch, ist dieses Beispiel Lebensraumgutachten Kroftower Forst. Ihr könnt auch mal in andere solche Lebensraumgutachten reinschauen. Von dem Kroftower Forst werde ich versuchen, eben die ein oder andere Exemplar auch der Bibliothek mal zukommen zu lassen, dass sie das auch ausleihen können. Auch ansonsten schreiben Sie mal in die Hegegemeinschaft, ob die Ihnen vielleicht auch so ein Exemplar schicken, wenn Sie Interesse haben. Ja, das war es zu dem Thema für heute. Wie gesagt, ich versuche nochmal das Thema Lebensraumanalyse hier unten zu verlinken, diesen Beitrag aus 2008, das Sie den mal selber nachlesen können. Und im Übrigen diskutieren Sie mit, stellen Sie Fragen und schreiben Sie uns. Die Folien werden wir auch zusammen mit den anderen Folien jetzt zeitnah wieder ins Opal stellen. Das war's für heute und an der Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.